Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Professor Layton und die Schatzhöhle der Pandora. Episode 9 müsste das jetzt sein und die erste Episode, nachdem ich die Katastrophe bemerkt habe mit den Episoden 2, 3 und 4 von Anfang. Nun gut, weiter geht's. Wir suchen immer noch nach diesem komischen Tom. Haben wir schon wieder letztes Mal mit dieser guten Dame hier gesprochen? Machen wir das nochmal. Guten Tag, werte Fahrgäste. Jetzt scheint sie besser gelaunt zu sein. Darf ich Ihnen eine kühle Erfrischung oder eine herzhafte Knabberei servieren? Das hat sie auch schon mal gefragt, oder? Entschuldigen Sie, aber wir sind gerade auf der Suche nach einem ausgerissenen Kind. Haben Sie einen Knaben allein im Zug herumlaufen sehen? Ein Knaben? Nee, tut mir leid. Mir ist kein kleiner Junge aufgefallen. Aber sagen Sie mal, was ist denn passiert? Hat ihn irgendwer im Zug verloren oder so? In der Tat. Und leider konnten wir den kleinen Ausreißer noch nicht wieder einfangen. Also eigentlich sollte ich sowas ja nicht rumerzählen. Aber ich langweile mich gerade wieder so. Wusstet ihr, dass in dem Abteil gleich da hinten so eine komische alte Frau mitfährt? Was, wenn sie sich den Kleinen geschnappt hat und ihn bei sich versteckt? Es muss ja nicht so sein, aber was, wenn doch? Seltsam genug wäre sie. Aber wenn ich noch mehr schlimmes Zeug über die Fahrgäste erzähle, kriege ich Ärger mit dem Chef. Behalte das Ganze für euch, ja? Bitte. Eine komische alte Frau? Ob wir sie selbst schon hier im Zug gesehen haben? Das kann ich dir auch nicht sagen, Luke. Aber auffällig ist es allemal. Ja klar, eine komische alte Frau ist immer auffällig, selbstverständlich. Wollen wir nochmal gucken gehen, ob die da ist. Oma Enigma. Hallihallo, ihr zwei Hübschen. Seid ihr auch schon mal an einem vertrackten Rätsel verzweifelt? Oh ja, Oma Enigma, frag mal die Zuschauer. Dann habe ich die hellsichtige und betörende Oma Enigma genau das richtige Mittel gegen eure Qualen. Oh, sie sind es. Stimmt. Wem hätte diese seltsame Hütte denn sonst gehören können? Also ich kenne sie nicht, ist wahrscheinlich irgendeiner aus dem ersten Teil, vermute ich mal. Dann habt ihr also schon bereits von mir gehört. Schön, dass ich immer noch so populär bin. Bitte? Natürlich kennen wir sie. Wir haben uns doch schon einmal getroffen. Wissen Sie nicht mehr? Nein. Da meinst du wohl die falsche Enigma, mein Junge. Ich habe euch noch nie gesehen. Aber ihr seid hier, ich bin hier, also wähle ich jetzt meinen Text los. Einverstanden? Also eigentlich... Papalapap, das mache ich doch gerne. Meine Spezialität sind Rätsel. Oh, unsere Spezialität sind auch Rätsel. Was für ein Zufall. Rätsel, die vergessen werden. Rätsel, die übersehen werden. Sicherlich ist euch beides schon einmal untergekommen, richtig? Das passiert den besten Knoblern. Und ich nehme diese armen, kleinen, vergessenen Rätsel und lade sie in meine Rätselhütte ein. Okay. Falls ihr bisher irgendwelche Rätsel übersehen habt, findet ihr sie ganz sicher in dieser Hütte. Wenn meine Hütte rätselleer ist, dann habt ihr alle Rätsel gelöst, die gerade zu finden sind. Wieso schaut ihr nicht mal rein und seht, wie gründlich ihr wart? Gute Idee, das machen wir gleich mal. Rätsel 24 Faltetrick, das haben wir noch nicht. Okay, dann machen wir das doch. Aber gut, dass wir nur ein Rätsel übersehen haben bisher, da waren wir ja richtig stark. 10 Pikarat, das hört sich ja nicht so schwierig an. Ich sag's immer wieder, ich weiß. Du wolltest einen Papierstreifen in der Mitte falten, doch leider ragt eines der Enden 1 cm weit über das andere hinaus. Du versuchst es erneut, aber leider ragt diesmal das andere Ende 1 cm hinaus. Nun hast du den Streifen also zweimal gefaltet, aber wie weit sind die beiden Knicke eigentlich voneinander entfernt? Gib deine Antwort in Millimetern ein. Einmal gefaltet, 1 cm rüber. Zweites Mal gefaltet, 1 cm rüber. Wenn ich das so rüberfalte, ist das 1 cm. Und wenn ich das anders, auch 1 cm. Also 100 mm, oder? 1 cm sind wie viel? Sind 10 mm. Na, kein Hinweis. Ich will lösen. 0. 1. 0. Kein Rätsel ohne Lösung. Ein Gentleman löst jedes Rätsel. Selbstverständlich, Professor Lay. Das tut ein Gentleman. Sehr exakt. Die Entfernung zwischen beiden Knicken beträgt 1 cm, sprich 10 mm. Wenn dir die Visualisierung schwerfällt, dann stelle dir mal vor, die Streichholzschachtel wäre genau 1 cm hoch. Jetzt entferne eine der Seiten. Auf einmal sieht die Schachtel von der Seite aus wie deine Streifenpapier.
Die übrigen, natürlich, die übrige Seite steht somit für die Entfernung zwischen beiden Knicken. Stimmt, so hätte man es auch lösen können. Okay, das war jetzt nicht allzu schwer. Dafür, dass es Rätsel 24 war. Also, je später die Rätsel nicht, desto schwerer. Habe ich eigentlich gedacht, aber ist okay. Oma Enigmas bewahrt gerade kein Rätsel für dich auf. Schade. Müssen wir jetzt wieder diesen komischen Tom suchen gehen. Ach komm, reden wir nochmal mit der. In meiner Hütte findet ihr alle Rätsel, die ihr übersehen habt. Schaut doch mal rein. Haben wir schon. Danke, Oma Enigma. Wer bringt denn bitte so eine Hütte und so einen Besen mit? Auf die Zugfahrt. Gut, wo wollten wir hin? Die gute Dame ist verschwunden. Die junge Dame. Wollten wir hier hinten hin? Einfach mal gucken. Einfach mal den ganzen Zug durchsuchen. Wer ist er denn? Der stand beim letzten Mal aber noch nicht auf der Terrasse. Huch, Fahrgäste. Entschuldigung. Ich wollte nicht die Sicht versperren. Sie sind kein Passagier? Nee, ich bin der Mechaniker hier. Ich fahre mit für den Fall, dass mal was knirscht oder eiert. Aber ihr seht ja selbst, die alte Molly läuft wie geschmiert. Viel zu tun habe ich also nicht. Ich habe so viel Freizeit, dass ich sogar Rätsel erfinde. Hier, frisch aus meiner Werkstatt. Alle machen sie Rätsel. 20 Pikarat, das wird wieder schwierig. Ruf der Wildnis. Oh je. Nach Jahren der Misswirtschaft ist dem Zoo nun das Futtergeld ausgegangen. Oh nein, die armen Tiere. Die armen Viecher, dem Verhungern nahe, schmieden Ausbruchspläne und können sich schließlich aus ihren Käfigen befreien. Aber sie müssen noch durch den furchtbar verwirrend aufgebauten Zoo hindurch. Zippe alle Tiere an, die es bis zum Ausgang oben in der Mitte schaffen, und berühre dann Antwort. Und nicht vergessen, es geht ums nackte Überleben. Wir schaffen doch nicht alle Tiere zum Ausgang? Okay, was ist denn hier mit der Giraffe? Hier rum. Die hat hier keinen Ausgang. Hier hätte eventuell... Hier kommt sie nicht weiter. Die hätte hier eventuell eine Möglichkeit zu flüchten. So. Da ist eine Sackgasse. Hier ist auch eine Sackgasse. Hier kommt sie nicht weiter. Die Giraffe kann schon mal nicht flüchten. Was ist mit dem Panda? Panda kann nur hier entlang. Hier. Hier rum. Ist aber ganz schön weit runter. Da geht's zum Krokodil. Panda sollte vielleicht nicht zum Krokodil laufen. Das wäre nicht so gut. Und endet dann auch hier in einer Sackgasse. Genau. Kommt hier nicht weiter. Das Krokodil kommt auch nicht weiter. Kann nur denselben Weg gehen wie der Panda-Bär. Gucken wir mal hier, der Tiger oder der Löwe oder was das ist. Hier rum. Hat hier keinen Ausgang, hier keinen Ausgang. Der Tiger kommt auch nicht raus. Was mit dem Hasen? Kann der Hase raus? Hier hoch, hier rum. Der Hase kann raus. Was ist mit dem Löwen? Das ist der Löwe, genau. Der kann den gleichen Weg gehen wie der Hase und müsste somit dann auch rauskommen. Genau. Die beiden kommen raus, die anderen nicht. Kein Rätsel ohne Lösung. What? Man muss auch verlieren können. Ich glaube jetzt nicht, dass ich mich übersehen habe. Und der Hinweis am Ende des Rätsels, es geht ums nackte Überleben. Heißt das also, da beide den gleichen Fluchtweg haben, dass der Löwe den Hasen frisst? Und nicht vergessen, es geht ums nackte Überleben. Zippe alle Tiere an, die es bis zum Ausgang oben in der Mitte schaffen. Berühre dann Antwort. Und nicht vergessen, es geht ums nackte Überleben. Kann das so billig sein? Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, oder? Dass man jetzt wirklich den Hasen rausnehmen muss und sagt, nur der Löwe schafft es, weil der Löwe frisst ja schließlich den Hasen. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, aber naja, gut. Probieren wir das mal so aus. Beide haben den gleichen Fluchtweg. Der Hase ist langsam, der Löwe kommt von hinten und sagt, ach ja, anstatt zu flüchten, habe ich ja sowieso Hunger. Fresse ich nochmal eben den Hasen. Sehr nett vom Löwen. Nun die Probe aufs Exempel. Okay. Ah, ganz famos. Gut aufgepasst. Der Einzige, der das Licht der Freiheit erblickt, ist der Löwe. Sowohl Hase als auch Löwe können es bis zum Ausgang schaffen. Aber nach all dem Darben wird der Löwe den armen Meister Lampe wohl kaum unversehrt entkommen lassen. Okay, das war jetzt recht billig, muss ich mal ehrlich sagen.
Naja, okay. Hey, was soll denn das? Wie soll ich denn Zeit totschlagen, wenn ihr all meine Rätsel so schnell löst wie Klemmschrauben? Tja, tut mir leid. Hast du noch ein Rätsel für uns? Ihr habt nicht zufällig was kaputt gemacht oder so? Ich brauche was zum Reparieren. Nee, tut mir leid. Hey, noch eine Münze gefunden. Gibt's da auch eine? Nee. Habe ich da nicht letztes Mal schon drauf geklickt? Hier gibt's also auch weiter nichts. Schauen wir nochmal hier. Da geht's wieder zu der Oma in Nikma. Jetzt müssen wir im Speisesaal sein. Nee, sind wir hier. Machen wir dort rein. Hier ist die dicke Frau. Jetzt kommen wir in den Speisewagen. Können wir hier noch irgendwas machen? Könnten wir da in die Küche gehen oder zurück in den Gang? Gehen wir nochmal in die Küche. Obwohl, da haben wir ja letztens die Mütze gefunden. Da dürfen wir jetzt eigentlich nichts mehr zu finden haben. Eventuell noch ein paar Münzen. Oh nein, jetzt habe ich ihn angeklickt. Der Chef kann zwar furchtbar laut werden, aber naja, eigentlich ist meine Arbeit ja ganz angenehm. Aha. Rätsel? Nun, die Mütze haben wir. Ich glaube nicht, dass es hier noch etwas Interessantes zu finden gibt. Stimmt, das hat Luke letztes Mal schon gesagt. Habe ich wieder ganz vergessen. Hoffentlich meint er damit auch keine Münzen statt Mütze. So, gucken wir mal hier. Aha, neue Personen. Drücken wir erstmal ein bisschen rum. Ein paar Münzen finden. Anscheinend nicht. Hallo, junger Kerl. Falsche Tür. Das hier ist unser Abteil. Das ist der Ernest. Ich bedauere die Störung zutiefst, aber wir suchen nach einem entlaufenden Kind. Dürften wir fragen, ob Sie uns in der Sache irgendwie weiterhelfen können? Oh, Ernie, ob die beiden dieses niedliche junge Ding meinen, das eben an uns vorbeigelaufen ist? Junges, ach ja, sicher. Ein süßer Fratz war das und sah auch ganz schön schlau aus. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen folgen kann. Nun, wir suchen jedenfalls einen kleinen Jungen namens Tom. Ich weiß gar nicht, ob es nun ein Knabe oder ein Mädchen war. Hübscher Name, Tom. Ach, Muppets, Ernie. Ich verwette unser bestes Teeservice, dass es ein Mädchen war. Ja, nun, da du es sagst, wie sie sich so bewegte und so. Ja, du hast recht. Ich dachte ja eigentlich, es wäre ein Knabe, aber umgekehrt wird ein Schuh draus. Also, jetzt habe ich endgültig den Faden verloren. Was erzählst du denn nun von Schuhen? Natürlich. Professor Layton hat eine Erleuchtung. Oh je, es scheint ganz so, als hätte sich unsere heiße Spur ganz plötzlich abgekühlt, Professor. Ganz im Gegenteil, Luke. Wir haben soeben eine äußerst wertvolle Auskunft erhalten. Wie meinen Sie das, Professor? Das wirst du bald selbst verstehen. Lass uns zuerst den Schauplatz von Toms Verschwinden zurückkehren. Luke und Professor Layton beschließen, an die Stelle von Toms Verschwinden zurückzukehren. Wo genau ist der denn? Achso, Wagen 4, Flur. Da ist er verschwunden. Steht ja auch da unten links. Ah, Herr Inspektor. Darf ich fragen, ob Sie unseren Ausreißer inzwischen dingfest gemacht haben? Nee. Suchen Sie beide etwa immer noch den Zug nach diesem kleinen Sträuch ab? Wurde er denn gefunden? Nein, ganz und gar nicht. Er ist vielmehr gar nicht mehr an Bord. Ich habe jeden einzelnen Fahrgast verhört und nicht einer gab an, den Rabauken gesehen zu haben. Schließt er daraus also, dass das arme Kind entweder ausgestiegen oder aus dem Zug gefallen ist? Natürlich. Aus dem Zug gefallen. Und das beruhigt ihn gar nicht. Aus dem Zug gefallen? Allerdings. Knaben in seinem Alter sind ja bekanntlich ruppiger als so mancher Kleinganove. Rechnet man dann noch ihren unerhöhten Bewegungstrieb ab, ist das Desaster perfekt. Ich werde an der nächsten Station die Bahnpolizei verständigen. Sie können ihre Suche beenden. Moment, Herr Inspektor. Sämtliche Bordfenster sind hoch angebracht und die Ausgänge sind bewacht. Könnte ein Kind unter solchen Umständen wirklich unbemerkt aus dem Zug verschwinden? Na, sei es drum, Layton. Dann lassen Sie mal hören. Wo bitte soll der Wadenbeißer denn stecken, hä? Genau kann ich es auch nicht sagen. Aber ich bin mir sicher, dass alle unsere Vermutungen stimmen. So ein Unfug. Ach, ich geb's auf. Suchen Sie doch weiter. Es wird Ihnen sowieso nichts bringen. Das werden wir noch sehen, ob uns das was bringt. Aber für heute machen wir eine Pause und beim nächsten Mal suchen wir weiter nach Tom, dem Kind, der Katze, dem Hund, wie auch immer. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.